Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem Cozy Sunday Vlog, der schon so ein bisschen herbstlich angehaucht ist. Ich habe mir gedacht, nach diesen ganzen produktiven Vlogs mache ich mal einen sehr entspannten Vlog am Sonntag. Und hier seht ihr auch schon gerade, wie ich meinen herbstlichen Kaffee zubereite. Ich benutze dafür in letzter Zeit super gerne meine French Press. Ich gebe in letzter Zeit auch super gerne sowohl in die Milch, die ich dann aufschäume, als auch in die French Press selber, beziehungsweise eben in den Kaffee, einmal so ein Pumpkin Spice Gewürz und dann noch so ein Geschmackspulver, also um genau zu sein, Chunky Flavor in so einem Karamellgeschmack. Das liebe ich einfach total, weil ich das gerne mag, wenn mein Kaffee auch so ein bisschen süß ist und so ein bisschen karamellartig schmeckt. Das Teil, was ich da gerade für den Milchschaum benutzt habe, ist übrigens so ein Eiweißshake-Mixer. Also der ist eigentlich für Eiweißshakes gedacht, funktioniert aber eben super auch für Milch pur. Und damit wird dieser Milchschaum auch so schön dick und cremig und das liebe ich einfach total. Dann habe ich mir mein Notizbuch geschnappt und meinen Kaffee mit an den Esstisch genommen und dann ein bisschen gejournalt. Ich hatte euch das ja letztens schon erzählt, dass ich in letzter Zeit ganz gerne morgens und abends mich einfach für so ein paar Minuten hinsetze und mir so aufschreibe, was mir eben gerade so durch den Kopf geht, um mir diese Gedanken von der Seele zu schreiben und da eben nicht den ganzen Tag drüber nachgrübeln zu müssen. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Also wenn ihr auch so kleine Overthinker seid, probiert es einfach mal aus. Danach gab es dann Frühstück. Ich hatte an dem Tag richtig Lust auf irgendwas mit so einem schönen, weichen, zimtigen Apfel. Dafür habe ich dann erstmal den Apfel einfach klein geschnitten, also in so kleine Teile wie möglich mache ich das immer, dann wird der schneller weich. Und dann kommen eben die ganzen Apfelstückchen mit etwas Wasser, also einfach so circa 100 Milliliter und Zimt in einen Topf. Und dann wird das Ganze einfach so lange aufgekocht, bis das Wasser verdampft ist. Und dann sollte der Apfel eigentlich schön weich sein. Dann habe ich mir hier schon mal so ein bisschen Skier mit Schoko-Chunky-Flavor angerührt, ein paar Walnüsse und Schoko-Drops noch drüber gegeben, damit das Ganze schon so richtig schön herbstlich ist. Und dann darf natürlich auch für die ganze Kombi Honig nicht fehlen. Und das war dann mein schönes, leckeres Sonntagsfrühstück. Und ich versuche in letzter Zeit, mir ein bisschen Ruhe beim Essen zu gönnen, also eben nichts nebenbei anzuschauen. Danach hatte ich dann voll Lust auf einen Spaziergang, weil es an dem Tag echt wechselhaft war, aber da kam dann mal für eine längere Zeit die Sonne raus. Deswegen dachte ich mir, okay, schnappe ich mir jetzt gleich mal meinen Mantel, meinen Schal und meine Doc Martens und dann geht es auch schon los. Ich empfehle euch wärmstens, wenn ihr spazieren geht, nehmt mal eine Kamera mit oder euer Handy und versucht einfach so kleine Details einfach mal einzufangen. Ich sage euch, wenn ihr das macht, nehmt ihr diese ganzen kleinen Details der Natur einfach viel stärker wahr. Und was ich euch auch ans Herz legen kann, ist, dass ihr keine Kopfhörer auf so einen Spaziergang mitnehmt, sondern wirklich einfach mal auf die Natur hört. Das klingt jetzt total cheesy, aber ich finde, das bringt einem einfach so viel Ruhe, einfach mal wirklich nur die Natur aufzusaugen. Irgendwann sind da ziemlich graue Wolken aufgezogen und ich bin dann ganz schnell wieder nach Hause gelaufen, weil ich nicht nass werden wollte und dann hat es auch schon richtig stark angefangen zu regnen. Und ich muss sagen, ich mag auch den regnerischen und grauen Herbst. Ich finde es einfach ultra cozy, wenn man dann schön drinnen sitzen kann und draußen ist es grau. Ich wollte dann auch die Wohnung zu Ende dekorieren und habe mir dann erstmal dieses kleine weiße Ästchen geschnappt, was wir im Eingangsbereich immer stehen haben und was ich dann jahreszeitlich neu dekoriere und im Herbst eben mit sowas wie Getreideähren, Blätter, solche Vogelbeeren sind das, glaube ich, so einen kleinen Kürbis und eben solchen Sachen, die ich da einfach so in die Äste reinstecke. So slow, hold you in my arms, won't let go. Ich zeige euch mal noch die andere Herbstdeko in unserer Wohnung. Es ist jetzt nicht ultra viel, weil ich einiges auch schon so durchdekoriert habe und da ist dann gar kein Platz für irgendwelche Herbstdeko mehr. Aber zum einen habe ich hier diesen Kranz einmal selber gebastelt und dann habe ich noch das Regal über unsere Anbauwand minimal angepasst. Also da einmal so eine schöne orangene Yankee-Candle hingestellt und in die Vase einfach so ein paar herbstliche Sachen reingetan. Und dann auch einmal die ganzen Kerzen ausgetauscht, also die bei uns auf dem Esstisch in diesen Kerzenständern stehen. Die hatte ich ja das letzte Mal vor ungefähr einem halben Jahr oder so an. Und ja, dann erstmal diese Kerzenstumpen da abgekratzt und dann die neuen Kerzen auf die Kerzenstände raufgestellt, sodass ich die dann bald wieder anzünden kann. Thinking about my options, every detail in my head.
Nachmittags hatte ich dann richtig Lust, Kürbisbrot zu backen. Natürlich nach dem Rezept aus meinem aktuellen Herbstkochbuch. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Das ist ein digitales Kochbuch, was ihr dann zum Beispiel wie ich auf euer iPad laden könnt. Das Rezept vom Kürbisbrot schreibe ich euch nochmal in die Infobox. Aber wenn ihr Lust auf andere herbstliche Rezepte mit oder ohne Kürbis habt, dann kann ich euch das Kochbuch sehr ans Herz legen oder auch meine anderen Kochbücher. Ich habe jetzt schon insgesamt 3 Kochbücher, also 3 digitale Kochbücher rausgebracht. Die sind wie eigentlich immer in der Infobox verlinkt. Schaut da also super gerne mal vorbei, das würde mich echt mega freuen. Okay, zurück zum eigentlichen Prozess des Backens. Hier bin ich gerade dabei, den Kürbis zu raspeln, beziehungsweise einmal durch diese Maschine hier zu jagen, sodass da eben kleine Raspeln draus werden. Ich habe es diesmal auch extra mal mit Schale probiert, weil ich das einfach mal sehen wollte, ob das jetzt einen Unterschied macht. Normalerweise war ich vorher immer so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich gut schmeckt, gerade so süße Gerichte, wenn man die Schale dran lässt. Also beim Hokkaido kann man ja tatsächlich die Schale mitessen. Aber ich habe mir gedacht, dass das dann vielleicht einfach von der Konsistenz anders wird, aber tatsächlich gar nicht. Also die Schale wird sowohl, wenn man jetzt Kürbisspalten macht, als auch für Kürbisbrot oder andere süße Gerichte genauso weich wie eben der Rest vom Kürbis. So sieht das fertige Kürbisbrot dann aus und ich hatte es euch ja auch schon im Rezeptvideo gesagt, dass dieses Kürbisbrot wirklich sehr, sehr saftig ist, also jetzt gar nicht so wie eine richtige Brotkonsistenz, sondern eher wie so Bananenbrot, könnt ihr euch das vorstellen. Danach hatte ich richtig Lust, in typischer Sonntagsmanier mein Fotoalbum weiterzumachen. Ich hatte da auch vor einiger Zeit ein spezielles Video dazu hochgeladen, wo ich Step by Step erklärt habe, wie ich da vorgehe. Ich bin ja aktuell jetzt noch bei den Bildern aus der Türkei. Das dauert natürlich auch mal seine Zeit, aber es macht mir einfach super viel Spaß und diese kreativen Sachen, auch wenn ich dann nicht oft in meinem Alltag dazu komme, bringen mich einfach immer unfassbar gut runter und entspannen mich total, gerade wenn man dann nebenbei vielleicht noch einen Podcast hört oder eine Serie schaut, die einem so Comfort bringt und die man schon mal gesehen hat, wo man jetzt nicht so aktiv hinschauen muss. Ich liebe das einfach total und generell kann ich euch mega empfehlen, Fotoalbum zu machen. Also es muss jetzt nicht so mega aufwendig sein, aber ich finde es immer schön, dass man dann nochmal Erinnerungen hat, die wirklich zum Anfassen sind, also die man einkleben kann, die jetzt nicht nur auf dem Handy sind. Und ich finde auch in dem Prozess des Fotoalbums machen, durchlebt man diesen Urlaub oder diese Reise, die man da eben gerade, also von der man gerade Fotos einklebt, nochmal von vorne und das finde ich einfach total toll. Deswegen ja, mache ich das einfach auch super gerne so als Sonntagsnachmittags oder generell, wenn ich einfach so ein bisschen Me-Time brauche, Tätigkeit. Und so sah dann die fertige Doppelseite aus. Ich kann euch auch super gerne nochmal den Türkei-Vlog in der Infobox verlinken, falls ihr den noch nicht gesehen habt, also falls ihr sagt, oh, das was auf den Bildern ist, sieht interessant aus, dann schaut euch gerne mal den Türkei-Vlog an. Dann kam tatsächlich die Sonne nochmal raus, deswegen bin ich dann auch nochmal auf den Balkon gegangen und habe meine nächste Woche in Google Kalender am Laptop geplant. So sieht das Ganze bei mir dann aus, also so sah jetzt meine letzte Woche aus und dann möchte ich ja jetzt auch immer noch meine Ziele, also so meine Top 4 oder Top 5 wöchentlichen Ziele auf meine Tafel bringen, deswegen habe ich den dann erstmal geputzt. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man diesen Rahmen, den ich da auch mit Kreidemarke erstellt habe, beibehalten möchte. Ich benutze ja jetzt schon seit circa 2 Wochen diese Tafel für meine Ziele und ich muss sagen, dass ich da wirklich einen Unterschied auch in meiner Motivation bemerkt habe, dass ich einfach viel mehr Fokus auf die wichtigen Dinge lege, wenn ich diese Ziele wirklich immer vor Augen habe. Also ich kann euch das wirklich auch sehr empfehlen, euch die immer so im Blickfeld irgendwo aufzuschreiben. Abends war dann auch Robin wieder da, das hatte ich euch jetzt gar nicht erzählt, aber er war tagsüber bei einem Kumpel und kam dann eben abends wieder nach Hause und wir haben dann zusammen gekocht. Und zwar gab es Couscous-Feta-Salat, aber auch mit Hokkaido-Kürbis, also einfach so gekochten Stückchen und auch ein bisschen Hähnchen dazu. So sah das Ganze dann aus. Und dann haben wir zusammen einen richtig coolen Netflix-Film geschaut, den kann ich euch echt empfehlen. Und zwar ist das The Addams Family, aber dieser Animationsfilm davon. Und ja, das war es dann auch für diesen Vlog. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen, mal bei so einem entspannteren Tag bei mir dabei zu sein. Ich wünsche euch wie immer noch eine wundervolle Zeit und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.